Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro Dry Year of the Dragon. Genau, Spyro Dry, der trockene Spyro. Ja, beim letzten Mal haben wir bereits Villa Sonne erkundet und auch zu 100% abgeschlossen. Und ja, ich denke, wir gehen mal direkt ins nächste Tor. Da war Sheila, das haben wir ja auch schon geschafft, richtig? Aber da oben, meine ich, da ist das nächste Tor und da wollen wir jetzt mal reingucken. Denn wir wollen natürlich noch ein bisschen was schaffen, bevor der Dave zu uns stoßen wird. Und das wird höchstwahrscheinlich morgen Abend der Fall sein. Also für mich, also für euch nicht. Ich glaube, ihr werdet ihn in 5 Parts wahrscheinlich sehen. So, Wolkentürme heißt das nächste Land oder die nächste Welt, wie man auch möchte. Okay, dann wollen wir da mal rein. Das klingt jetzt schon fast ein bisschen nach Fluglevel. Ich kriege ein bisschen Angst. ich hoffe mal, dass es kein Fluglevel ist, weil da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Ich möchte noch eine schöne, gemütliche Aufnahme starten. Ja, es ist kein Fluglevel. Sehr schön. Ja, dann gucken wir doch mal. Direkt mal wieder schauen, ob es hier vielleicht was gibt. Ja, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass wir am Anfang gleich was Fieses verstecken. So, worum geht's hier? Fragen wir doch mal am besten den Typen da, aber der will gerade hier kämpfen. Also, das ist so einer. Okay. Alle Gegner erledigt. So, mal gucken, dass wir das hier alles einsammeln. Dann schnacken wir gleich mal mit dem. Ist das ein Bär oder was ist das da? Nee, es ist kein Bär. So, okay. Wer bist denn du? Hi. Die Rhinoxe haben unseren Wolkengenerator abgestellt. Und ich werde nie wieder einen Regenbogen sehen. Okay, Nimbus. Ich weiß zwar nicht, was du bist. Wahrscheinlich ist es der Nimbus. Hast du das Nimbus 3000 oder Nimbus 2000? Nimbus 3000? Keine Ahnung. Der Besen von Harry Potter jedenfalls. So, was haben wir hier? Ein Schalter. Okay. Ich glaube, das war so ein indirekter Auftrag, dass wir uns hier den Problem annehmen sollen. Wenn meine Flügel groß und stark wie deine wären, könnte ich leicht drüber gleiten. Ja, könnte leicht drüber gleiten. Das war so ein bisschen aus der Schweiz. So klang das gerade. Ja. Gut, also ich könnte nach da, ich könnte aber auch links lang, oder? Komme ich da hoch? Ja, wahrscheinlich ist das ein bisschen zu hoch. Aber gut, dann gleiten wir mal darüber. Ja, sehr gut. Hat ja gut geklappt. Okay, das war jetzt mal nicht so schwer. Komm, mach den Uff. Da war aber noch einer, den ich abfackeln muss, glaube ich, ne? Hi. Ah, hier war es auch so einer, okay. Ich dachte, hier wäre noch ein großer gewesen. Da habe ich wohl getäuscht. Okay. Da hätten wir so eine Art Teleport. Ah, wahrscheinlich kann ich da hoch und dann darüber schweben. Ah, guck mal an. Den hätte ich jetzt nämlich fast übersehen. Aha, aha, aha. So, mal gucken. Ist hier was versteckt? Also diese Funktion ist ganz cool. Die gab es ja auch schon in den ersten beiden Teilen. Zumindest im zweiten gab es die. Im ersten weiß ich es nicht hundertprozentig, aber dass man praktisch die Kamera so ja, feststehend machen konnte und sich dann umgucken konnte, die gab es da auch schon. Finde ich echt ziemlich gut. Ja, ich soll darüber. Okay, das habe ich verstanden. Und da sind wir auch schon. Tada. Bams. Und, oh. Die Metallrüstung, die diese Feinde tragen, schützt sie vor deinem Drachenfeuer. Wenn du die Quadrattaste gedrückt hältst, kannst du sie durch Umstoßen besiegen. Zoe, was meinst du, was ich die ganze Zeit gerade tue? Also der Hinweis, der kommt echt so boah, ein paar Kilometer zu spät. Ja gut, Kilometer vielleicht nicht, aber trotzdem ein paar hundert Meter. Bin ich jetzt hier schon im Level gelaufen? Das hättest du mir vielleicht ein bisschen eher auch sagen können. Okay, dann machen wir mal die beiden platt. Bam, bam. Den da, den muss ich abfackeln. Genau. Was bist du für einer? Okay, noch einer. Ein Ei. Oh. Das ist ja geil, der macht Wind. Ein Ei. Stephanie. Aber nicht wie meine Steffi mit F geschrieben, sondern mit PH. Aber die Stephanie mit PH sagt mir auch was, denn die habe ich als Charakter bei meinem The Walking Dead No Man's Land Spiel. Haben vielleicht einige von euch am vergangenen Montag gesehen. Wobei, wenn ich jetzt sage, vergangener Montag, ist er schon wieder. Ja, 1-2 Wochen wahrscheinlich her, weil wo ich das hier aufnehme, da läuft aktuell noch Monkey Island, hallo? Da läuft aktuell noch Monkey Island 5 und ich glaube sogar noch 6 Parts. Also es ist schon so ein bisschen im Voraus, was ich hier aufnehme, was eigentlich ganz cool ist. Was gibt's hier? Nix versteckt? Es kommt mir so vor, als könnte ich hier vielleicht um die Ecke fliegen. Ich kann da aber nicht
Ah, lässt. Naja, so hundertprozentig drehen lässt er mich nicht. Ja, gut. Was haben wir denn hier? Ach, da ist ja noch ein Arsch. Na, komm her. So. Ja, ein bisschen fliegen, denke ich. Oder gleiten. Dann kommen wir ein bisschen näher an den ran. So, hier sind auch noch ein paar Sachen versteckt. Ich könnte natürlich gleich mal gucken, wie viele Edelsteine es hier insgesamt gibt, aber lass uns mal ein bisschen überraschen und gucken mal, ob wir das so hinkriegen. So, was soll jetzt diese ganzen Podeste hier? Also irgendwo war hier ein Schalter, das hatte ich schon gesehen. Ich glaube am Anfang. War das hier? Ja, genau. Moment, da oben ist ein... Oh, was habe ich denn da vergessen? War ich da noch gar nicht? Nö, habe ich... Ich glaube, ich bin zu schnell durch die Gegend gerannt. Ja, gerannt vor allem, gerannt. Sind doch so, ja, ich habe jetzt zwar alles umgerannt, aber ich habe nichts mitgenommen. Das, da muss ich mich ein bisschen mehr in der Gewalt haben und aufpassen, was ich am besten mache. Okay. Sollte ich hier eventuell Dings kriegen? Wie heißt sie jetzt? Sheila? Weil da komme ich ja so. Ne, da komme ich so nicht hoch, glaube ich. Na, warte mal ab. Vielleicht klappt das ja noch. Okay. Ich wollte gar nicht so tief fallen. Okay. Aber manchmal ist es halt im Leben so, da fällt man tief und dann kommt man aber auch irgendwie wieder hoch. So. So zum Beispiel. Nee, das wird von hier aus nicht funktionieren, denke ich. Nee, nie im Leben. Okay, das kriegen wir aber irgendwie bestimmt hin. Jetzt wollen wir erstmal versuchen, hier weiterzukommen. Ich habe gerade gesehen, da oben steht Geldsack. Tada. Von hier aus komme ich da bestimmt nicht hin, ne? Das ist zu weit. Ah, es geht ja wieder runter. Hallo, hallo, wenn das nicht mein Lieblingsdrache ist. Die Zauberin hat mich beauftragt, diese Blasebälge zu bewachen. Ich könnte aber vielleicht in die andere Richtung sehen, wenn ich durch das Zählen von Edelsteinen abgelenkt wäre. Aha, aha. Ja, dann kann ich ja schon... kann ich ja, ja, komm. Oh, ja, wertvolle, wertvolle Edelsteine. Nun, Spyro, jetzt kannst du die Blasebälge jederzeit benutzen. Viel Glück bei deiner kleinen Eierjagd. Okay, aber ich habe gedacht, du würdest mir vielleicht irgendwie so einen Weg eröffnen, dass ich da hinten hinkomme. Na gut, die höher geht der jetzt auch nicht dadurch, ne? Also da muss ich auf jeden Fall noch hinkommen. Frage ist, wie? Da, von da oben vielleicht. Ah, okay, da komme ich aber wohl noch hin. Das ist ja anscheinend so ein Rundgang. So, komm mal her. Also den müssen wir platt machen. Yeah! Bams! Hi. Scheiße. Okay, ja. Ich habe gedacht, ich kriege den noch. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Wo bin ich jetzt eigentlich gelandet? Ach, hier. Ach, das ist gut. Ein netter Speicherpunkt. Aber ich habe nur noch 4 Leben. Wie ist das eigentlich in diesem Spiel, wenn man jetzt tot ist? Ist man dann wirklich, also wirklich, wirklich tot? Ich muss mal hier weg. Vergiss nicht, dass du am weitesten gleitest, wenn du die X-Taste drückst, wenn du am höchsten bist. Verwende die Dreieck-Taste, um am Ende deines Sprungs zu schweben. Ja, das weiß ich doch. Mensch, doch. Das ist witzig, weil ich ihn nicht töten kann. Wenn er die ganze Zeit mit seinen scheiß Flügeln dazwischen funkt. Oh, was habe ich denn da hinten gesehen? Ah, da komme ich wohl noch hin, ne? Ja, ja, ich sag mal ja. So, ich gehe kurz an den Rand des Wahnsinns und gucke runter. Okay, da war ich ja sogar schon da unten. Okay. Ja, ich soll gleiten, am letzten Punkt dann springen. Also ich... Gut, wahrscheinlich ja da hinten, ne? Oder dann... Frage ist, komme ich da auch hin von hier aus? Ich glaube eher nicht, ne? Ah, ich mache erstmal hier. Ja, das ist sinnvoller, glaube ich. Komm her. Oh, was haben wir hier Schönes? Oh, so ein Rondell. Ja, nehmen wir mit. Okay. Was ist das jetzt hier? Irgendein Gitter. Das kann ich aber anscheinend nicht öffnen. Gut, ich könnte mal wieder ein bisschen was für Sparks gebrauchen. So ein bisschen Energie, ne? Ja, hier wieder. So eine Flatterfrau. Falscher Knopf. Ah, das war schon die Stelle, die ich von da hinten aus gesehen hatte, ne? Ja. Okay. Bams. Nicht runterfallen.
Okay. Oh, da ist wieder ein kleines Extra-Level. Den möchte ich gern, Vogel. Da oben ist aber noch wer, ne? Wie komme ich denn da hoch? Ich denke aber, dass das hier noch irgendwelche Strudel werden, die sich aktivieren. Und dann komme ich da auch hoch. Ja, ich könnte mir sowas vorstellen. So, was möchtest du von mir? Oh, du hast die Blasebälge aktiviert. Vielleicht kann ich den Wolkengenerator wieder in Gang bringen. Ja, mach mal. Ah. Ja. Okay, hast du das jetzt Wolken, auf die ich drauf kann? Nee. Es regnet's auch noch. Diese Rhinoxe müssen mit diesem Ding den Wolkengenerator verstopft haben. Aha. Henry! Muss ich direkt wieder an ein Gruselhörspiel denken. Ja, danke. Tschüss. Ach, hier ist schon der Ausgang wieder. Ah, meine ich doch. Okay, das meine ich doch. Dann gehen wir jetzt nämlich erstmal... was? Ach, das ist ein Bonuslevel. Ach du Scheiße. Das wusste ich doch nicht. Ach, das ist eine weitere Etage. Okay. Normalerweise wecken wir unsere Regenwolke im Morgengrauen auf. Aber diese üblen Geister halten unsere Glocken vom Klingeln ab. Okay, also die Glocken klingeln. Ich mach das nochmal. Wahrscheinlich muss ich die mit Feuer ansprühen. Ja, hat gut geklappt. Ich krieg das doch mit dem Fliegen noch nicht so wirklich hin, muss ich gestehen. Die Lenkung ist ein bisschen bescheiden, finde ich jedenfalls. Kann ich überhaupt... Nee. Aha, okay, ich muss die Viecher umhauen. Ich dachte erst, ich muss eventuell die Glocken aktivieren, aber ich muss die Viecher treffen. Ach so, das ist doch gar... Ach so, ich muss die nicht alle in einem Zug treffen. Dann ist es ja nicht so wild, glaube ich. Ah. Okay, nochmal das Ganze. Das hört sich irgendwie cool an. Du noch. Ach, nö. Ja. Ha. Das ist immer. Wie schön. Hier schielt ein bisschen die Wolke, aber ansonsten schön. Möchtest du dieses Dings da? Es fiel aus der Glockenstube. Das klingt so doof, aber ja, bitte. Wen haben wir denn diesmal? Jake! Ach, ein Charakter, den ich aus der Reihe des Dunklen Turms von Stephen King gut kenne. So, ja, jetzt wollen wir natürlich auch die Sachen hier einsammeln. Und dann natürlich auch noch den Eierdieb hier fangen, weil den habe ich natürlich schon gehört. Also gibt es hier wieder Eierdiebe, was ich sehr schön finde. Die mochte ich eigentlich immer ganz gerne. So, erstmal alles hier ab... warte was? Nee, erstmal alles hier abgrasen, was es hier so gibt. Vielleicht kriege ich den Eierdieb jetzt zwischendurch so aus Versehen. Ah, da ist er. Ja, komm. Ja, komm. Erstmal den Weg wieder kennenlernen. Ach, ja, so nicht. Den Weg kennenlernen, wollte ich gerade sagen. Wo rennt er denn lang, der Penner? Ich hätte dich fast gehabt, du. Ein bisschen die Kurven schneiden. Hab dich erwischt. Sehr schön. Brian. Brian Earl Spillner. So, weg ist er. So, jetzt muss ich aber wirklich... Jetzt habe ich natürlich wieder keinen Plan, wo ich schon überall gewesen bin von den ganzen Edelsteinen her. Am besten, ich gehe wirklich noch einmal außen alles ab und dann nochmal innen. So, das zählt mir zu außen. Ich glaube, hier bin ich vorhin angefangen. So, dann gucke ich nochmal auf der anderen Seite lang. Einmal außen alles abgehen. Autsch, das war eine Stufe. Ich glaube, ich bin jetzt außen einmal rum, ne? Ja, sieht so aus. Gut, dann gehen wir jetzt den inneren Ring ab. Diesen.
Wenn ich jetzt hier irgendwo einen vergessen sollte, dann würde ich wahrscheinlich Ewigkeiten später suchen. Aber gut, ich glaube, ich muss nur noch in die Mitte kommen. Das sollte aber auch das Riesenproblem sein. Ich denke mal irgendwie von hier. Jo, das geht auch schon, ne? Jo, klar. Sehr gut, die nehmen wir alle mit. Habe ich ja noch einen gesehen da hinten? Ne? Also manchmal habe ich so den Eindruck, dass das Spiel mir so einen Edelstein vorgaukeln will. Das sieht manchmal so aus. Okay, dann bin ich jetzt hier durch. Gibst du mir noch ein Ei? Nee, ne? Ne, das würde er mich wahrscheinlich direkt ansprechen. Gut, dann bin ich ja hier durch. Und runter! Dann möchte ich aber ganz gerne noch zu diesem anderen Podest, wo ich am Anfang gedacht habe, da muss ich noch hin. Natürlich kann ich das Bonusspiel hier erst noch machen. Ja komm, dann machen wir das. Mal sehen, wen wir hier spielen werden. Wen haben wir denn hier? Achso, ist auch nur ein kleiner Extra-Bereich. Okay. Unsere Sonne ist erloschen. Wir können mit unserem Lava-Fusionskessel und 3 Sonnensamen eine neue machen. Aber die Samen brennen immer aus, bevor wir sie in den Kessel kriegen. Aha. Tritt auf den Schalter, um einen frischen Sonnensamen zu bekommen. Dann musst du ihn mit deinem Feueratem anblasen, bis er im Kessel ist. Ah, ja. Okay, wo ist denn der Kessel, ist die nächste Frage. Wo ist denn der... Achso, ach, da geht der Weg automatisch, ja? Okay. Ach so, das war schon der ganze Weg. Ja gut, das ist ja relativ simpel. Dann nehmen wir ein paar Sachen hier mit. Okay. Ja, ich denke mal, die Aufgaben werden irgendwann auch noch ein bisschen schwieriger. Das ist nämlich das Problem, was ich habe. Aber bisher ist das alles sehr, sehr human. Und deswegen ist das auch ein schönes, entspanntes Spiel, was man auch in der Woche mal abends kurz zocken kann. So kann ich ein paar Videos vorproduzieren. Was immer gut ist. Denn bald kommt ja auch die Steffi wieder zu Besuch. Und dann kann ich natürlich nicht die ganze Zeit auch mit Aufnehmen verbringen. Das ist ja klar. Ich gehe da mal einfach drum rum, ne? So. Ja. Muss ich denn immer zum gleichen Podest anscheinend, ne? Mal gucken. So. Na komm. Den mitnehmen. Da ist noch einer versteckt hier. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Auf der anderen Seite nicht. So, da hinten sind noch welche. Aha. Sehr schön. Da ist noch ein vereinzelter. Hier was drin? Nee. Okay, dann ist wahrscheinlich aber hier. Da ist tatsächlich schon der nächste drin. Okay. Also muss ich die immer den gleichen Weg entlang pusten. So. Ich gehe noch eben einmal rüber und mache den Kram hier weg. Die Ente mitnehmen, die ich nicht brauche. In dem Teil, den Dennis aktuell, was heißt aktuell, den er vor kurzem gespielt hat, das war glaube ich der 5. Teil, der Hero's Tale, da kann Spark sogar noch eine Stufe weiter, glaube ich, aufladen. Da gibt es dann noch so eine Zusatzstufe, die man sich ja erkaufen kann, sag ich mal. Also gut. Ach, da gibt es einen anderen Weg. Ach, fuck. Rennt er jetzt wieder zurück, oder was? Ja, war klar. Okay, also von vorne. Gut. Also ich darf mir da keinen großen Fehler erlauben. Ich muss die schon direkt dahin kriegen. Da ist er wieder. Okay. So. Ich glaube, wenn er seine Attacke da macht, genau das. Aha, drin ist er. Dann muss ich zusehen, dass ich ihn schleunigst anschieße, sonst haut er wohl wieder ab. Ja, und der dritte wird jetzt den ganzen Bogen bis zum Ende gehen, da bin ich mir schon fast sicher. Okay. Dann lauf mal, du kleine Kartoffel. Ah, du gehst da lang? Ah, du gehst da lang. Okay, geht auch. Ich hab dich, oh, gerade noch getroffen. Ne, da ist er weg. Okay.
Ja, das Problem ist, die erlischt halt. Das soll das wohl darstellen. Die ist halt nicht heiß genug und deswegen muss ich es halt ständig neu befeuern. Das steckt wohl dahinter. Naja, hier hockt er ja in so einem Kessel. Okay. Also nochmal. Komm. Da muss man echt ein bisschen schneller sein. Und Schnelligkeit ist nicht unbedingt meine Stärke bei Spyro. Okay, hat geklappt. Sehr schön. Ja, dann könnt ihr euch da jetzt schön zu dritt tummeln im Feuer. Ah ja, jetzt seid ihr einer. Das nenne ich eine ordentliche Sonne. Hier, du kannst diesen letzten Sonnensamen als Souvenir haben. Es könnte allerdings ein Blindgänger sein. Das ist, glaube ich, ein Ei. Lulu. Da denke ich an Hallo Spencer. Da gab es doch Lulu, ne? Ja. Und es ist bei uns auch so ein bisschen Ausdruck dafür, um Pipi zu machen. Also, ich muss mal Lulu, sagt man hier, wenn man mal Pipi machen muss. Aber eher so Kindersprache. Aber manchmal sagen uns auch die Erwachsenen auch Spaß. So, ich will mir kurz gucken, ob ich von hier aus noch irgendwas erreichen kann, was ich nicht gesehen habe. Na gut, hier war ich ja schon. Ich glaube nicht, dass es hier noch irgendwas Verstecktes gibt, deswegen verlassen wir mal diesen Ort. Und jetzt möchte ich aber ehrlich zu diesen einen Bereichen, den ich am Anfang schon gesehen hatte. Oh. So, dann gucken wir mal, ob ich da irgendwie wieder hinkomme.